Morgen. Erst kommt Daniel nochmal hoch und jetzt komme ich raus und er steht einfach noch hier. Kämpft mit seinem neuen Helm. Der ist doch nicht so gut. Der ist mir einfach zu eng. Jetzt geht er in meinen Keller und holt einen anderen Helm. Der hat nicht hier mit dem Müll stehen und eine Rolle aufpassen. Und dann geht's erstmal zur Post mein Buch abholen. Ich bin gespannt. Tja, was habe ich wieder vergessen? Mein Ausweis. Gestern habe ich gedacht, ich muss einpacken. Jetzt nicht, ich bin ja nicht weit. Ich kann hier gleich eine Runde beginnen. Das heißt, ich werde es heute Nachmittag abholen. Ärgerlich. Sowas Doofes. Muss ich gleich dran denken, mir aus wie einzupacken. So, ich will gleich mal gucken, wie ich nächstes Mal laufe. Und das ist dann schön die Aufzeigung für die nächsten Mal. Runde laufen. Aber ist okay. Einmal lang. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich bin. Okay. Hier bin ich. Alles klar. Cool. Gut. Zumindest es funktioniert. Ich laufe da mal eine Runde. Buch ist später. Ich bin verwirrt. Ich möchte jetzt mein Dreamstack-Bild machen. Aber mein Controller ist weg. Teddy! Sag doch mal was. Wo ist denn der? Kann doch nicht weg sein. Na, ich habe morgen wieder vergessen, mein Bett zu machen. Oder das Bett zu machen. Das ist nicht meins. Aber ich packe ihn immer da oben hin. Schon gesagt, er war in der Decke mit drin. Aber nein. Ist er dahinter gefallen? Moment. Hallo. Nee. Kein Controller da. Hä? Das ist ja jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Na gut, dann muss ich nachher suchen. Die Zeit zum Suchen. Also ärgerlich. Jetzt muss ich mit meinem Essen wieder spazieren. Ach. Kann doch nicht weg sein. Sehr komisch. Die Kiste gelandet? Nee. Ich hätte es vielleicht in mein Zimmer gebracht gestern. Gestern Abend. Mit Kamera und Handy und so, aber ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Das ist sehr komisch. Ich habe keine Ahnung, wo der Controller geblieben ist. Ist hier heute was los? Ich wollte ja gerade Schmetterlinge in die Fensterscheibe reinfliegen. Klappt natürlich nicht. Irgend so ein Beige-Brauder? Keine Ahnung, wenn ihr irgendwas Schaben hört. Teddy hat ein Kissen gefunden. Also, beide rein Kissen. Und schlappert das gerade ab. Ich habe hier auf meinem Blog, den ich endlich jetzt brauche. Oh, ist er hier gerade irritiert. Fliegt hier vor meiner Nase einer Scheibe lang. Okay. Ist in Ordnung. Hätte einfach hinsetzen können, vielleicht. Wenn ich weiß. Oder ist er vielleicht jetzt? Nee. Keine Ahnung. Bin weg. Schade. Ich hätte gewusst, was das für einer war. Ich frage mich gerade, wie durch kann man eigentlich sein? Ich habe gerade einen Kaffee gemacht und wollte dann den fertigen Kaffee aus dem Kännchen in die Tasse ins Waschbecken schütten. Das wäre sehr kontraproduktiv gewesen, völlige Kaffeeverschwendung. Und ich hätte nochmal Kaffee machen müssen, es hätte noch länger dauern müssen, bis ich meinen Kaffee habe. Ich brauche Kaffee, dringend. Kätzchen traut sich nicht. Sieht ein bisschen aus wie Teddy, oder? Kleines bisschen sieht man sie überhaupt. Ja. Was soll das? Will er jetzt auch damit rauf? Die macht sie ein bisschen breit, ne? Ich bin gerade dabei, rauszufinden, was Blutkrieg von mir vom Kröbeln ist. Das ist quasi so ein Sonderdingsbums und umfasst die Abenteuer, die zwischen Band 8 und 9 passieren. Das heißt, es ist 8.5 oder sowas. Das soll jetzt erstmal jemand wissen. Okay. Gut.
Das Dämonenschiff setzt die Handlung ein, wo Blutkrieg endet. Ah, das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Das heißt, das kann ich eigenständig dann auch hören. Ich habe es auch nicht auf meinen Sub gezählt, weil ich nicht wusste, brauche ich es, brauche ich es nicht. Aber das ist natürlich nicht schlecht. Sonnenschein auf dem Nachhauseweg. Ich weiß nicht, wie ihr ihn Voll gehört gut. habt. Ja, war ja auch noch Sonnenschein vorhin. Ihr hattet noch Sonnenschein auf dem Nachhauseweg. So wie ich bei gestern. Jetzt grummelt's hier. Und nein, das war kein Feuerwerk jetzt. Die knallen auch schon wieder rum. Die Fußballleute. Aber das ist ein bisschen Gewitter. Jawohl. Habe ich euch schon das Buch gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Ich kann den Titel. Deswegen will ich diesen Titel aussprechen. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß, dass man das Hau wie heißt. Und das ist aber auch dann schon, ne? So. Aber ich weiß, worum es geht. Ich habe es ja gelesen, worum es geht, ungefähr. Ich habe es schwer fast vergessen, aber als ich es gelesen habe, fand ich es gut. Klang gut und von daher bin ich gespannt. Der hat diesen Chest of Fandoms Farbschnitt. Ja, weil normalerweise hat das Buch keinen Farbschnitt. Und es war eine Charakterkarte dabei. Mit Zitat aus dem Buch. Ist das ein Zitat? Was ich mir jetzt aber nicht durchlesen werde. Und das ist dann für Juli. Weil vorher schaffe ich es nicht. Zieh mal Rücken, was machst du denn da? Ich habe den Controller gefunden. Er war oben auf der Ablage, aber da waren noch irgendwelche Beutelchen draufgepackt. Von einer völlig anderen Stelle, als ich sonst hinlege. Egal. Ich brauche ihn heute nicht mehr, weil ich habe es so gespielt. Als Vorschau, Vorgeschmack für nächste Woche, wo ich hier dann jeden Tag so spiele. Nur mit der Switch ohne Fernseher. Das wird nur lustig werden. Ich will ja nur zu Dagobert und dann die Truhe finden, die blaue. Mehr will ich ja gar nicht. Beziehungsweise ab Mittwoch ist ein neues Update draußen, ne? Mulano Musho kommen. Und neue Steinpfad. Aber wie gesagt, ist nicht so schlimm. Kann ich eine Woche später machen. Das ist ja nicht mal. Das ist eine halbe Woche später, wo ich anfangen werde. Das ist nicht so schlimm. Ah ja. Tolles Timing. Tolles Timing. Hätte ja ruhig noch eine Woche warten können. Aber nö. Ah ja. So, ich gehe es jedenfalls lesen. Achso, hier ist ja gerade allerschönstes Ausflugswetter, ne? Mein Vater schiffert auf dem Wasser rum. Mit der Motorradtruppe, der erinnert mich ein Boot, ein etwas größeres Boot. Und mit dem schippern die jetzt wieder den ganzen Tag rum. Zum Glück gibt es eine Kabine, wo man dann drin sitzen kann, ne? Eieiei. Ja, ich möchte jetzt nicht auf dem Boot sitzen oder im Boot sitzen. Wäre mir ja nichts.